Gut, also das erste Beispiel. Die ersten beiden, wenn man sich selbst vereinbaren kann, dem Skriptum nachzuschauen, dann waren die beiden ersten einfach, weil das sind 1-zu-1 Schaltungen aus dem Skriptum. Also, wir sollen einen Stromspiegel machen, wo man Referenzstrom auf einer Seite reinschicken und auf der anderen Seite haben wir dann eine Stromsenke. Und hier soll dann quasi das Zehnfache des Referenzstroms fließen. Nicht? Wir haben irgendeine Referenzstromquelle und die kann uns 1 mA liefern. Und jetzt wollen wir irgendwie 10 mA durch irgendeine Last durchschicken. Also nehmen wir so einen Stromspiegel. So, wie funktioniert jetzt dieser Stromspiegel? Wer kann uns da was sagen? Also. Ich kann ja versuchen, das zu analysieren. Dann versuch mal, das zu analysieren. Warum funktioniert das? Ich behaupte, das funktioniert. Ne? Vielleicht wir haben dann einen Eingangsstrom. Der fließt durch die Basis vom ersten Transistor. Fließt er durch beide natürlich. Aber wo fließt er im Wesentlichen rein? Ja, eigentlich mehr in dem, wo der 100 Ohm Widerstand ist. Das heißt, dieser Strom fließt im Wesentlichen durch diesen Widerstand? Jawohl! Der fließt im Wesentlichen durch die Kollektor-Emitter-Strecke von dem linken Transistor. Ja, ja. Und daneben durch diesen 1 Kilo Ohm Widerstand. Und wenn Strom durch einen Widerstand fließt, was passiert dann? Die Spannung fällt aus und dann wird er wird sich genau am Arbeitspunkt einjustieren. Ja, schauen wir uns mal die rechte Seite nicht an, sondern die linke. Nur die linke Seite. Ja. Steigt die Spannung am Widerstand? Es steigt die Spannung am Widerstand und es sinkt die Spannung am Transistor. Und wenn die Spannung unter wenn wir hier eine Spannungsquelle hätten. Aber wir haben hier quasi eine Stromquelle, dass die schickt immer so und so viel Milliampere und geht dann entsprechend auch mit der Spannung irgendwie wie mit hoch. Aber das Wesentliche ist quasi der Strom, der hier reingeht, geht durch diesen Transistor durch und durch diesen Widerstand. Und wegen dem Ohmschen Gesetz haben wir dann einen Spannungsabfall an diesem Widerstand. Das heißt, der Emitter ist entsprechend diesen Spannungsfall über Ground. Und dann ist natürlich die Basis eine Diodenflussspannung, das ist ja 0,6 Volt, noch einmal drüber. Und der Strom hier, der teilt sich halt gerade so auf den Kollektor-Emitter und die Basisstrecke auf, wie das die Stromverstärkung von dem Transistor haben möchte. Wir sagen einfach, die Stromverstärkung ist riesig. Das heißt, wir können im Wesentlichen sagen, der Basisstrom ist vernachlässigbar klein. Das ist sehr gut, weil ein Teil dieses Basisstroms auf der anderen Seite fließt. Und wenn wir jetzt überlegen müssten, wie viel fließt da links, wie viel fließt da rechts, und wir schickten da 1 mA rein und es fließt ja gar nicht das ganze Milliampere durch diesen Widerstand, wird alles komplizierter. Also sagen wir einfach, Stromverstärkung ist groß, dann ist das einfacher, sich zu überlegen. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt eigentlich das gleiche Bild. Wir haben auch wieder eine Diodenspannung, 0,6 Volt, die hier abfällt. Und dann ein Spannungsabfall an einem Widerstand. Jetzt ist aber dieser Widerstand 10-mal so klein. Und wenn der Widerstand 10-mal so klein ist, was muss passieren, damit die Spannung an ihm gleich groß ist wie am anderen? Der Strom muss 10-mal so hoch sein. Und darum haben wir hier diese 1-zu-10 Verstärkung. Aber was ich jetzt noch nicht mache, ist sozusagen ziemlich klein. Ist es kritisch, dass das wirklich ein gleiches Transistorpaar ist, oder ist das unkritisch? Das ist kritisch, wenn der Stromspiegel genau sein soll, oder wenn du hier sehr kleine Spannungen hast. Wenn du hier sehr große Spannungen hast, ist es weniger kritisch, oder wenn der Stromspiegel nicht sehr genau sein soll. Wenn du irgendwie sagst, vielleicht mal 10, vielleicht aber auch das 9- oder 11-fache, das ist dir wurscht, dann ist das nicht so schlimm. Oder wenn du sagst, hier auf der linken Seite fallen 100 Volt ab und da auf der rechten Seite fallen auch 100 Volt ab, dann ist nicht so wichtig, ob da jetzt 0,6 Volt auf der einen, 0,7 Volt auf der anderen vielleicht sind. Wenn ich aber natürlich, was gerade in Elektronikschaltungen oft vorkommt, jetzt nicht die Versorgungsspannung habe, um an diesen Widerständen 100 Volt abfallen zu lassen, dann wird das vielleicht kritischer, weil dann habe ich vielleicht hier 1 Volt und dann hier 0,6 Volt, dann kann es schon sein, dass Unterschiede in den Transistoren was ausmachen. Darum macht man sowas auch oft mit Bauteilen, wo schon zwei Transistoren drinnen sind und die sind dann auch thermisch gekoppelt. Und ihr erinnert euch, im Schaltungssimulationsworkshop haben wir im allerletzten Block quasi
dann diese Diodenkennlinien simuliert und haben uns angeschaut, wie das ausschaut, wenn wir die Temperatur ändern. Also da sieht man, das größte Problem ist eigentlich, dass man bei diesen Halbleiterbauteilen die im thermischen Gleichgewicht hält und weniger, dass man wirklich jetzt genau den gleichen Transistor erwischt. Darum ist das wichtig, dass irgendwie thermisch gekühlt ist. Okay, also das ist der Stromspiegel. Und ich weiß nicht, ob einer mit 1 zu 10, aber im Wesentlichen ist das 1 zu 1 im Skript. Fragen zu dem? Ich habe eigentlich nur eine Frage, was du im Fuchs als Last nimmst. An Widerstand. Nachzuzeichnen an Widerstand. Mhm. Lampe gibt es ja keine. Lampe gibt es keine, genau. Du kannst einen Widerstand nehmen. Du kannst aber auch als Last eine Spannungs- oder Stromquelle nehmen. Das hängt halt ganz davon ab, was deine Last ist. Und wenn du da vielleicht eine Last hast, die immer 1 Ampere nimmt, egal ob du jetzt eine große oder kleine Spannung anschließt, dann kannst du diese Last durch eine Stromquelle modellieren. Das ist ein bisschen kontraintuitiv sozusagen, weil man auch denkt, die Stromquelle oder ob die Quelle ist dort, wo Energie quasi herkommt, aber für das Verhalten von der Gesamtschaltung ist es eigentlich ziemlich, ziemlich egal. Da reicht uns das Kriterium, dort fließt so und so viel Ampere, dort fällt so und so viel Volt ab oder dort ist ein Widerstandswert von. Wenn du was ganz Kompliziertes hast, kannst du auch so ein Equation-Defined Circuit Element machen, wenn du irgendwie eine formale Beschreibung hast, wie sich das Bauteil verhält mit ganz seltsamen mathematischen Funktionen, dann geht das auch. Aber meistens, immer Widerstand nicht gut ist. Je nachdem, was man macht, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Stromspiegel macht, dann würde man da einfach einen Widerstand nehmen. Aber was würde man machen, um zu schauen, ob der Stromspiegel, den man designt hat, dass der wirklich gut ist? Was ist cool? Dass der gut ist. Gut. Cool gut. Natürlich auch, aber gut habe ich gesagt. Was würde man in der Simulation dann machen? Mhm. Genau, das wäre das eine, dass man einfach nicht nur sagt, wir probieren konstant 1 mA und schauen, ob 10 mA rauskommt, sondern man probiert mehrere Ströme aus. Das wäre quasi ein Parameter-Sweep, den man hier machen würde. Was wäre denn ein zweiter Parameter-Sweep, den man machen würde, sinnvollerweise? Toleranzen von den Widerständen. Last. Ja. Aber der Lastwiderstand, auf den wollte ich eigentlich hinaus. Die Toleranzen von den Widerständen sind natürlich auch sehr wichtig. Also gerade wenn ich sage, mich interessiert, wie genau die Schaltung ist. Aber ich würde eben auch diese Last ändern, dass ich nicht einmal da 100 Ohm einbaue und sage, das ist es, sondern ich weiß vielleicht, meine Last hat einen Widerstand von hier bis dort. Und dann nehme ich einfach aus dieser Breite 10 Werte, 5 Werte raus und schaue, ob sich das Verhalten der Schaltung ändert, wenn ich diesen Widerstand hier ändere. Weil beim gleichen Strom, bei anderem Widerstand, fällt an der Last eine andere Spannung ab. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis an dieser Schaltung, dass die Spannung, die ich quasi nicht an der Last brauche, um diesen Zielstrom zu erzeugen, dass der an der Kollektor-Emitter-Strecke von diesem Transistor abfällt. Also das ist eigentlich das Geniale, dass ich hier einen Spannungsteiler mache aus der Last und der Kollektor-Emitter-Strecke und der Transistor sagt, der nimmt sich von diesem zur Verfügung stehenden Gesamtspannung gerade so viel, wie notwendig ist, damit die verbleibende Spannung an der Last den Strom erzeugt, den wir vorgeben. Gut, schauen wir uns das zweite an, den Differenzverstärker. So schaut das aus, auch 1 zu 1 aus dem Skriptum. Kann er den Differenzverstärker erklären? Wenn er beim I-In plus eine größere Spannung, also ein größerer Strom hineinkommt. Mhm. Das ist nur In, also da sind Spannungseingänge. Ja, ja, In plus. Genau, ja. Ja, oder so im Sockel. I-In und dann hast du dann einen größeren Strom, aber es ist ein In und das sind Spannungseingänge. Wenn eine Spannung anlegt, wird Out eher gegen 0 gezogen.
Ja, also das wird jetzt quasi für die linke Hälfte für sich Hälfte, genommen. Ja. Dasselbe gilt quasi umgekehrt für die rechte Hälfte. Würde es für die linke Hälfte für sich genommen stimmen? Wenn ich jetzt die rechte Hälfte mir wegdenke und ich variiere jetzt das Potenzial an diesem Punkt, wird sich der Strom ändern, der durch diesen Widerstand fließt? Nein. Genau. Das ist ja Konstantstromquelle. Genau, das heißt, wenn ich nur die linke Hälfte anschaue, dann wird das nicht sein, dass das ist und dass die rechte Hälfte unabhängig. Das heißt, du musst wirklich das Zusammenspiel von beiden Hälften erklären. Du kannst diese Schaltung nicht quasi nur mit der linken oder nur mit der rechten Hälfte, obwohl das ein guter Anfang ist. Was ändert sich denn, wenn ich nur die linke Hälfte betrachte und ich an diesem Punkt das Potenzial ändere? Was ist die Größe der Schaltung, die sich ändert? Wenn ich da in der Schaltung herummesse, ich habe quasi nur die linke Hälfte, die rechte existiert nicht. Also nicht ist unverändert konstant, sondern wir schneiden hier durch, wir haben nur die halbe Schaltung. Und jetzt wackele ich hier, ich ändere hier das Potenzial und ich messe an verschiedenen Stellen der Schaltung, dann werde ich Änderungen nur an einer einzigen Messgröße feststellen. Die Spannung am Transistor halt. Also die Eingangsspannung hier. Aber noch eine zweite, weil das ist der triviale Fall, den habe ich jetzt nicht bedacht. Die Kollektor-Emitter-Spannung habe ich gemeint. Ja, die Kollektor-Emitter-Spannung oder das Emitter-Potenzial. Also das Kollektor-Potenzial bleibt gleich, muss ja, wenn der Strom durch den Widerstand gleich bleibt, aber wir werden hier immer ungefähr 0,6 Volt unter der Eingangsspannung. Aber wir haben hier unten eine Stromquelle, die gibt einen fixen Strom vor. Und wenn wir dann ja nur einen Zweig haben, nach welchem Gesetz kann der Strom nirgends anders hin? Genau, nach dem Kirchhoffschen Stromgesetz wissen wir schon, dieser Widerstand wird genau von diesem Strom durchflossen. Also ist dieser Ausgang genau diesen R mal I unter der positiven Versorgungsspannung. Aber dieser Punkt hier ändert sich. Den ziehen wir quasi mit. Und jetzt kann man anschauen, was passiert, wenn wir hier einen Eingang haben und hier einen anderen und wir bewegen die relativ zueinander. Was passiert dann in dieser Schaltung? Ist der Strom durch den einen Transistor und nicht mehr durch den anderen? Genau. In Summe sind die Ströme gleich. Genau, in Summe sind die Ströme immer gleich, weil durch diese Stromquelle vorgegeben. Aber ich habe hier nur einen Knoten. Das heißt, das muss auf einem Potenzial sein. Das heißt, wenn ich jetzt diese beiden Punkte hier potenzialmäßig zueinander verändere, dann habe ich hier eine Basisemitterspannung und hier eine andere Basisemitterspannung. Und dort, wo eine größere Basisemitterspannung ist, dort wird natürlich mehr Strom durch die Kollektor-Emitterstrecke fließen und dort wird dann entsprechend eine große Spannung an dem Arbeitswiderstand abfallen. Also das ist das Funktionsprinzip von dieser Schaltung. Wenn ich jetzt beide Eingänge gleichermaßen verändere, was ändert sich dann? Wenn ich quasi beide am 1 Volt rauf oder 1 Volt runter tue. Nur der Pegel an der Stromquelle, aber nicht der Strom selber. Genau. Hier das Potenzial ändert sich, oder die Spannung an der Stromquelle ändert sich, aber die Ströme durch die beiden Widerstände bleiben gleich. Wir haben ja immer noch die gleichen Basisemitterstrecken, weil die Stromquelle einfach mit dem Potenzial hier runter geht, bis wieder der Gesamt, also sagen wir, wir senken die Spannung an beiden Stellen, dann würde zunächst einmal die Basisemitterspannung kleiner werden auf beiden Seiten, die Transistoren würden nicht so viel Strom liefern, aber die Stromquelle will, dass dieser Strom fließt, also senkt sie selber das Potenzial hier ab, bis dann die Basisemitterspannung auf beiden Seiten wieder genauso wie vorher und damit auch die Kollektor-Emitterströme beiden Transistoren sind und die Ausgänge sind unverändert. Nicht? Das ist diese Common Mode Unterdrückung, wie man das nennt von einem Differenzverstärker. Common Mode ist, wenn ich beide Eingänge gleichermaßen verändere. Und das ist ein Differenzverstärker, das interessiert nur die Differenz zwischen den Eingängen. Das heißt, bei einem idealen Differenzverstärker, wenn ich beide Eingänge gleichermaßen verändere, ändert sich am Ausgang überhaupt nichts. Gut, zu dieser Schaltung, da haben wir das letzte Mal dann noch einen letzten Diskussionspunkt gehabt. Und zwar, was war das?
Genau. Wie kann die Verstärkung der Schaltung beeinflusst werden? Das war der Punkt. Und dann hat jemand, ich weiß nicht wer, gesagt, naja, über die Kennlinie von der Basis-Emitter-Diode von diesen Transistoren. Und das stimmt natürlich, aber das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte, weil wir auf diese Kennlinie auch in der Regel nicht allzu viel Einfluss haben. Das ist definiert durch den Emissionskoeffizienten, der nur in einem kleinen Bereich veränderlich ist, und über die verwendeten Halbleitermaterialien, und da haben wir jetzt auch nicht so viele zur Auswahl. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Differenzverstärker baue und ich möchte die Verstärkung ändern von einem Differenzverstärker, dann werde ich mir nicht die passenden Transistoren aussuchen, sondern ich werde andere Größen in dieser Schaltung ändern. Und es gibt jetzt nicht mehr so viele, also es wird quasi die Stromquelle sein und oder die Widerstände. Was passiert denn, wenn ich die Stromquelle größer mache? Wenn quasi dieser Konstantstrom, der in Summe durch diese beiden Widerstände fließt, wenn ich den vergrößere? Steigt die Spannung an den Widerständen. Genau, es steigt die Spannung an den Widerständen. Das heißt, vorher sagen wir drehen eine Seite voll auf gegenüber der anderen. Und voll auf heißt in dem Fall ja nur, dass wir da ein paar Millivolt kürzer sind als da. Dann fließt der gesamte Strom durch diesen Widerstand. Das heißt, der ist dann R mal I unter der Versorgungsspannung. Und der ist auf der Versorgungsspannung. Und wenn ich dann quasi diese paar Millivolt in den Eingängen ändere, dann fällt eben R mal I auf der rechten Seite ab und die linke Seite ist hier. Und wenn eben R mal I, das ist quasi der maximale Pegel, auf den wir einen Ausgang ausdenken können, und wenn ich das R vergrößere oder wenn ich das I vergrößere, wird dieser maximale Pegel größer. Das heißt, das sind die beiden Größen, an denen ich normalerweise schrauben werde, wenn ich jetzt hier so einen Differenzverstärker dimensionieren möchte. Und jetzt vielleicht weniger in der Wahl der Transistoren. Kann es nicht sein, dass ich dann irgendwann quasi aus dem Arbeitspunkt vom Transistor rausfällt, dass ich dann irgendwie komplett unlinear wird? Du meinst, wenn die Differenzspannung zu groß wird? Ja. Ja, mehr sogar noch. Wenn man es ganz übertreibt, dann kann man einen dieser Transistoren im Umkehrmodus betreiben. Und das kann ein Problem sein bei Chips. Also wenn man sich manche Operationsverstärker anschaut, wie zum Beispiel den NE5535, glaube ich bin nicht so gut in diesen Nummern. Da findet man dann so Dioden zwischen diesen beiden Eingängen. Also einfach eine Diode in die Richtung, eine Diode in die Richtung. Und der einzige Grund ist, damit ich dann nicht mehr als 0,6 Volt zwischen die beiden Eingänge machen kann, damit das nie vorkommen kann, dass einer von denen im Umkehrmodus drin wird. Aber auch wenn wir gar nicht so weit gehen, die Nichtlinearität ist natürlich ein Problem. Und wir haben da eher eine Kennlinie gemacht. So. Differenzverstärker, ja. So. Und da sehen wir, das ist die Übertragungskennlinie von so einem Differenzverstärker. Ohne irgendwelche speziellen Größen, wir wissen nicht, was es ein Volt, aber wir sehen das Bild. Und wenn ich jetzt quasi sehr stark den Unterschied mache zwischen dem positiven und dem negativen Eingang, also ich gehe jetzt da ganz nach rechts oder ganz nach links, dann sehen wir, dass das dann sehr schnell in so einen Sättigungsbereich hineingeht und dann einfach auf einem Extrem bleibt. Und diese Spanne hier, das ist eben genau dieses R mal I. Und dass die maximal sich unterscheiden können. Das heißt, wenn mir Linearität wichtig ist, dann muss ich natürlich schauen, dass ich in diesem Bereich in der Mitte bleibe, wo das rein optisch noch ausschaut wie eine gerade Linie. Selbstverständlich ist auch der Bereich in der Mitte nicht perfekt linear. Also wenn ich jetzt eine Wellenform nehme zum Beispiel und da durchschicke und dann damit verstärke und ich schaue mir die gleiche Wellenform wieder auf einem Ostsee an, dann kann es sein, dass ich
da keinen Unterschied feststelle, dann sagt er, ja, das ist ein perfekter linearer Verstärker. Aber wenn ich das in einen Spektrum-Analyzer hineinschicke und mir dann das gleiche im Spektrum anschaue, dann kann es vielleicht sein, dass man sagt, oh mein Gott, da habe ich ja lauter Intermodulationsprodukte und weil furchtbare nicht lineare Verstärker. Das heißt, wenn ich eine besonders lineare Verstärkung haben möchte, dann kann ich nicht einfach nur so einen Differenzverstärker aufbauen mit zwei Transistoren, also einer Stromquelle und zwei Widerständen, sondern braucht bessere Bauteile. Und darum geht es eh heute, weil wir fangen heute damit an, Operation zu stecken. Jetzt noch eine Frage, wenn ich statt der Konstantstromquelle nur einen Widerstand nehme. Ja. Wie würde da eine Kurve ausschauen? Sie ist dann nicht mehr linear. Kannst du simulieren? Manchmal findet man das auch, dass man quasi einen Widerstand verwendet als diese Konstantstromquelle. Dann habe ich aber eine ganz furchtbare Common Mode Unterdrückung. Also, wenn sich dann quasi hier beide Eingänge gleichermaßen rauf und runter bewegen, ändere ich natürlich, wenn ich einen Widerstand habe, den Strom. Und damit werden beide Ausgänge auch, also sagen wir, die Eingänge sind exakt gleich, die sind miteinander verbunden, und ich bewege jetzt quasi dieses Potenzial auf und ab. Dann würden wir erwarten, dass die beiden Ausgänge relativ zueinander gleich sind und auch quasi absolut gleich. Aber wenn ich hier keine Konstantstromquelle habe, sondern Widerstand, und ich bewege jetzt diese beiden Punkte vom Potenzial nach unten, senke ich natürlich die Spannung an den Widerstand, das heißt, es sinkt der Strom, und dann werden quasi so wie hier quasi ein Common Mode am Eingang haben, beide Signale gehen runter, gehen die beide raus. Aber und das ist etwas. Naja, die Verstärkung ist dann halt eine Funktion von diesem Gleichanteil, von diesem Common Mode. Weil wir vorher gesagt haben, die Verstärkung ist proportional zu diesem Konstantstrom. Das heißt, wenn ich diese beiden Eingänge potenzialmäßig sehr weit oben habe, habe ich einen großen Konstantstrom und damit eine große Verstärkung. Wenn ich aber die beiden Eingänge sehr nah an Masse habe, habe ich nur einen kleinen Strom und damit eine kleine Verstärkung. Und das kann ich dann quasi auch nicht mehr sinnvoll in diesem Bild hier darstellen, weil in diesem Bild haben wir an der Achse ja nur die Differenz aus den beiden Eingangsspannungen, da haben wir aber gar nicht, was ist denn die Summe oder der Mittelwert dieser Eingangsspannung. Wir müssten dann quasi da ein dreidimensionales Bild machen, wo wir dann quasi auf einer Achse die Differenz auftragen, auf der anderen die Summe und dann als Höheninformationen als zwei Höheninformationen, die eine und die andere Ausgangsspannung. Ich glaube, das ist besser, man simuliert es, weil dieses Bild ist dann wahrscheinlich künstlerisch ansprechend, aber nicht viel aussagekräftig. Gut. Sonst Fragen zu dem? Gut, dann haben wir auch den Punkt gleich abgehackt, was ich das letzte Mal quasi noch unter den Tisch verfallen lassen. Dann haben wir noch hier so einen Kreuzzahltest gehabt. Zu den Unterschieden zwischen den Bipolartransistoren und den Feldeffekttransistoren, den wir letzte Mal nur sehr, sehr oberflächlich gemacht haben. Also, das sind jetzt nur so von der Tendenz her, haben wir gesagt, die Bipolartransistoren, die wir uns bis jetzt angesehen haben, sind geeignet für große Verstärkungen von kleinen Signalen. Der Eingang ist natürlich stromgesteuert, weil wir haben angefangen, mit dem Bipolar-Transistor zu arbeiten, als ein Stromverstärker. Ich schicke auf der Basis einen gewissen Strom rein und auf der Kollektor-Emitter-Strecke fließt dann eben der N-fache von diesem Strom. Die Ausgangsseite ist daher quasi eine steuerbare Stromquelle. Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Ich steuere meinen Basisstrom und mit dem Basisstrom gebe ich den Kollektor-Emitter-Strom vor. Und der Eingang ist niederohmig, was irgendwie klar ist, wenn ich den mit Strom anspreche. Damit ich Strom hineinschicken kann, muss der Eingang niederohmig sein. Und in Bezug auf diese vier Punkte ist der Feldeffekttransistor immer genau das Gegenstück. Der ist gut geeignet für Leistungsanwendungen. Das heißt, das Signal, was ich reinstecke, mit dem ich den ansteuere, ist wahrscheinlich schon ein größeres Signal und nicht irgendwie ein Bruchteil von einem Millivolt rauf und runter.
Und dafür habe ich ausgangsseitig aber die Möglichkeit, irgendwie Motoren anzusteuern und solche Sachen. Der Eingang ist spannungsgesteuert. Wir haben gesagt, das Gate heißt das Ganze bei dem Feldeffekt-Transistor. Ist im Grunde sowas wie ein Kondensator, den ich umlade. Da fließt immer nur ein ganz, ganz kleiner Strom, weil das eben ein kleiner Kondensator ist. Und im Wesentlichen gebe ich da eine Gate-Source-Spannung vor. Und auf der Außenseite haben wir dann quasi einen steuerbaren Widerstand. Also die Strecke zwischen Drain und Source, diesen Widerstand, den kann ich regeln, indem ich die Gate-Source-Spannung festgehe. Und weil das eben ein Kondensator ist, und ein Kondensator fließt in der Regel nicht gut Strom durch, ist das ein hochohmiger Eingang. Das heißt aber, ich habe sowohl an einem Feldeffekt-Transistor einen Leistungsabfall. Das Wort Leistungsabfall verstehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt blöd, durch das, dass ein regelbarer Widerstand ist, wird dort Energie verbraucht. Wenn ich ihn so verwende. Ich kann natürlich sagen, das ist ein regelbarer Widerstand und mich interessieren nur die beiden Extremfälle, mehrere Megaohm und ein paar Milliohm. Dann wird natürlich immer noch Energie verbraten, sowohl in dem Megaohm-Fall als auch in dem Milliohm-Fall, aber in beiden Fällen nur sehr wenig, weil in dem Megaohm-Fall wird da kaum von Strom durchflossen, in dem Milliohm-Fall fällt kaum Spannung ab und das Produkt von Spannung und Strom ist ja die Leistung, die auf dem Bauteil abfällt. Wenn ich aber jetzt den nicht verwendet, also zum Ein- und Ausschalten, und ich nur zwischen diesen Extremen hin und her springe, sondern ich will irgendwie kleine, granulare Übergänge haben, dann ist das immer so, dass ich dort Leistung auf diesem Bauteil verliere. Egal, ob das jetzt ein Feldeffekt-Transistor ist oder ein Bipolar-Transistor. Der große Vorteil von einem Feldeffekt-Transistor ist eben, dass ich so niederohmig sein kann, dass ich in den Milliohm-Bereich hineingehe. Und das kann ich nicht so leicht mit einem Bipolar-Transistor, weil da haben wir gesagt, dass zwischen der Kollektor-Emitter-Strecke normalerweise diese 0,2 Volt ist das kleinste, was ich dort hinkriege. Und wenn ich da halt 10 Ampere durchschicke, dann habe ich halt immer noch meine 2 Watt. Während wenn ich einen Widerstand habe und ich kann ihn quasi beliebig klein machen, dann kann ich auch die Leistung beliebig klein machen. Das Hauptproblem bei den Transistoranwendungen, bei den Feldeffekt-Transistoren, ist, wenn man schnell ein- und ausschalten möchte. Das hat man ja auch oft in PWM-Geschichten oder so. Und wenn der nicht schnell genug ein- und ausschaltet, dann verbringt man viel Zeit in diesem Bereich dazwischen, wo er halt nicht ganz eingeschaltet ist und nicht ganz ausgeschaltet ist und dann wieder heiß. Ah, das ist der Grund wahrscheinlich, warum zum Beispiel Prozessoren oder so umso mehr Strom verbrauchen, je höher die Frequenz ist. Ja, das ist... Also die Transistoren würden selbst den Strom verbrauchen, wenn sie unendlich schnell schalten würden, weil die Zahlen sind jetzt schon sicherlich 10 Jahre alt, also ich weiß nicht, was man quasi bei Up-to-Date FinFETs und so hat, aber vor 10 Jahren zumindest war es so, dass man gesagt hat, groß bei einer großen Digital-Elektronik-Chip wie einem Prozessor, die Hälfte der Ströme sind Ströme, die kurz im Umschaltzeitpunkt vergehen, weil man bei einem Prozessor in der CMOS-Technologie immer einen N-Kanal und einen P-Kanal-Effekt hat. Und man schaltet quasi den einen ein und den anderen aus. Und da gibt es, wenn man da so gegengleich macht, so einen kurzen Übergangsbereich, wo beide ein bisschen an sind und da fließt ein bisschen Strom. Und die andere Hälfte ist nur das Umladen von den Gate-Kapazitäten. Also wir haben gesagt, das Gate ist quasi ein Kondensator, zwar ein kleiner Kondensator, aber wenn das ein kleiner Kondensator ist, aber ich habe den zig Millionen oder Milliarden Mal auf meinem Prozessor und ich lade den halt immer wieder um, weil ich den ein- und ausschalten möchte, dann fließt da in Summe viel Strom. Und man kann sich das, also ich bin das immer wieder beeindruckt, wenn man sich überlegt, bei aktuellen Prozessoren sind die Versorgungsspannungen am Chip meistens so zwischen 1,2 und 0,9 Volt. Und jetzt braucht er 50 bis 100 Watt. Das heißt, er wird von 50 bis 100 Ampere durchflossen, die dann irgendwie durch diese Millionen und Abermillionen kleinen Transistoren durchfallen müssen. Das sind beeindruckende Größen, finde ich. Weil normalerweise, wenn man in einer Größenordnung von 50 Ampere irgendwas hat, dann ist das schon richtig, das ist schon richtig Strom. Also, braucht ja nur nicht einmal 100 Watt Glühbirne vergleichen. Die normalen Sicherungen haben 20 Ampere.
Ja, also es ist wirklich viel Strom, was durch diesen Prozessor fließt. Der Trick ist halt, dass es bei einer kleinen Spannung ist und dann haben wir eben nur 50 bis 100 Watt. Aber es reicht, um irgendwie drauf zu kochen. Okay. Ich glaube, dann sehen wir jetzt mal durch mit dem Test.